Go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah. Yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah. Yeah, I'ma let him. Early bird, go get the worm. Worm in the dirt. I could show you what I'm worth, my hands in the dirt. From where they look when you not, a hand in your purse. Hell if you think I'm last, hey, last should be first. First, 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 first. Go ahead and go feed your eyes. Chefing up, cooking them pies. Leaving no slice, believe in a guy. Who in demand and who got supplies? You on the land, me I'm fly. Look at the miles, I be in skies. Right by my side, miss, look at them thighs. Up in Dubai, you see us. Black man, black sand beaches. Yeah. Backhand if you slick speaking. Yeah. Cut off if that hand reaches. Right. Sucker, I ain't about challenges. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah. All I hear, go get the money, so I go get it. Get it, get it. Hate means I do something right, right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I let him. I hit the nail on the head, yeah. Yeah, I'ma let him. Women with sharks in the tank. Aquaman with how I think. How many could step on the stage and say they taking their art to the bank? You pulling rank, boy, I'm sharp as a shank. Making you step to the plank. The captain, come get me if you can. I'ma get you if you can't. This ain't a prank. I have you waving the flag. Could say I'm all in my bag. Getting my bags. Never see me getting bagged. By the police sitting in the back. Only if it's with a drink. I tell these shorties, relax. It's the return of the Mac. You the return of the slack. I let it burn with the facts. Opposites, they do attract. I don't go mess with the ops. I just be calling the shots. Like I was holding the chop. Then I go hit up the block. Cop me a cheese and chop. Probably go get me some top. Release the apps. Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungsvideo von unserem Hochzeitsschlepper. Wie ihr gesehen habt, es ist ein Deutz geworden. Deutz Agro Plus 67, der ist mir freundlicherweise von meinen Nachbarn zur Verfügung gestellt worden. Also ist nicht meine, ganz wichtig, aber für die nächste Woche ist das mein Fahrzeug. Wir haben den gestern komplett sauber gemacht. Der hat ein bisschen ausgeschaut wie eine Sau. Habt ihr ja gesehen in die Aufnahmen. Und jetzt mittlerweile schaut er aus wie neu. Außen sowie innen. Was haben wir hier? Der Schlepper ist von 2007. Mit 67 PS. Allrad. Kabine, schön hier oben, sieht man jetzt schlecht, mit Radio, Lüftung, Klima hat er leider keine, schade drum. Den hat sich mein Nachbar damals gekauft und hat den, glaube ich, müsste ich lügen, 3-4 Jahre benutzt. Danach konnte er körperlich nicht mehr, weil er einen Unfall im Wald hatte und hat, wie er wieder angefangen hat, leider noch einen Herzinfarkt gehabt und ist jetzt vor 3 Jahren verstorben. Seitdem steht die eigentlich bloß noch rum und wird kaum noch benutzt. Eigentlich ein recht schöner Schlepper. Für uns leider zu groß, weil sonst hätte ich daran tatsächlich Interesse. Aber naja, ich kann ihn ja jederzeit benutzen. Deswegen brauche ich ihn ja nicht kaufen. Ja, wunderschönes Teil. 5-Gang-Schaltung. 3 Gruppen, langsam, schnell, rückwärts,
beziehungsweise zwei Gruppen. Front Heckhydraulik, Front hat aber nichts. Drei Zusatzsteuergeräte. Hier haben wir, glaube ich, Handgas, wenn ich mich nicht täusche. Hier unten haben wir noch, müsste der Allrad zuschaltbar sein, in welcher Gruppe auch immer, glaube ich. Ich habe mich damit nicht hundertprozentig befasst. Zapfwelle etc. Hier drüben haben wir noch die Zapfwellengeschwindigkeit. Hier nochmal aufgezeichnet. Naja, Handbremse, Blinker. Und hier oben ist ein wenig Scheibenwischer, Knöpfe und Lichter etc. Zeigt den euch nochmal im Detail von außen. Boah. Schaut aus, jetzt wo er gewaschen ist, wie gesagt, wie neu. Hinten die komplette Heckhydraulik. Wunderschönes Fahrzeug eigentlich. Oben haben wir noch einmal eine Rundumleuchte oder einen Halter dafür. Ich weiß, ob die Rundumleuchte noch existiert. Da haben wir letzte Woche noch eine neue Batterie reingemacht, weil die kaputt war, weil es so lange gestanden war. Öl geschaut etc. TÜV hat er noch den Monat, alles gut. Voll gedankt ist er auch. Wir schmücken den jetzt. Morgen gar fertig. Und dann werde ich euch noch ein paar Bilder davon einblenden. Es ist dann das letzte Video vor der Hochzeit. Das heißt, wenn ihr das seht, sind wir verheiratet und bereits im Urlaub. Dann wird es dann 3 Wochen eine Videopause geben. Und dann sehen wir uns alle frische wieder. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und genießt die Bilder noch vom Schlepper. Bis dahin. Ciao. From the last one.